gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Du bist empathisch und zuverlässig. Du möchtest mit Menschen arbeiten. Du möchtest Abwechslung in deinem Beruf. Dann bewirb dich jetzt zur Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau im Lausitzer Seenlandklinikum in Hoyerswerda. Am 1. September geht's los. Du willst dabei sein? Dann schicke jetzt deine Bewerbung an heu.bewerbung@sana.de. Weitere Infos findest du im Netz unter seenlandklinikum.de. Ging das zu schnell? Mit TurboSpeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil. Auch im Kombipaket mit Festnetz und HDTV. Jetzt zum Testsieger wechseln und 10 Monate gratis sichern. Auf pure.com. Ihre Chance auf attraktive Rabatte beim Personalkauf für alle im Möbelzentrum Großräschen. Sensationelle Personalkaufangebote im ganzen Haus. Sie erhalten bis zu 30% Aktionsrabatt auf Möbelneubestellungen und einmalig noch 3% Personalkauf-Extra-Rabatt obendrauf. Schnell sein lohnt sich, denn zusätzlich gibt's aktuell auch wieder die 0% Sonderfinanzierung in allen Abteilungen. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Sichern Sie sich Ihre einmaligen Preisvorteile bis zum 25. Februar und wir liefern Ihre neuen Traummöbel gratis direkt zu Ihnen nach Hause. Wir haben die Riesenauswahl für Ihre Wohnträume in der Lausitz. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz heute zum Valentinstag am 14. Februar. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die Sparkasse Elbe Elster ist unter anderem dafür bekannt, dass sie auch das ein oder andere Sportevent unterstützt. Seit einigen Jahren hat sie zudem ihre eigene Laufserie. Welche Laufevents in diesem Jahr in die Serie aufgenommen wurden, stellte man im Rahmen einer Pressekonferenz in Finsterwalde vor. Immer wieder unterstützt die Sparkasse Elbe Elster verschiedene Sportevents in der Region. Fester Bestandteil ist dabei seit vielen Jahren die Sparkassenlaufserie. Im Sparkassenpavillon in Finsterwalde wurden nun die Events der Laufserie 2023 vorgestellt. An insgesamt 15 Läufen in Elbe Elster wird sich die Sparkasse in diesem Jahr beteiligen. Neben traditionsreichen Läufen wie dem Elsterlauf in Bad Liebenwerda oder den Werner Seelenbinder Gedenklauf in Gröden werden auch kleinere Events unterstützt. Mit dabei sind unter anderem der Teufelssteinlauf in Gehren Mitte März, der Naturparklauf in Friedersdorf im Mai und der Lauf durch die Lindtaler Bauernheide Anfang September. Unterstützt wird außerdem der Werner-Jannensch-Lauf in Herzberg, welcher für den 2. Juli geplant ist und erstmals stattfinden wird. Teilnehmende Läufer der Serie, welche in Elbe Elster zu Hause sind, können wie immer an der Gesamtwertung teilnehmen. Sportler mit 6 und mehr Läufen erhalten bei der Jahresendauswertung eine Urkunde in der Altersklassenwertung. Zusätzlich wird eine Gesamtwertung für Männer und Frauen, Altersklassen offen, geführt. Hier fließen dann die 10 besten Ergebnisse in die Wertung ein. Umfangreiche Informationen zur Sparkassenlaufserie 2023 und deren Regularien finden alle interessierten Lauffreunde auf der Homepage des Elsterlaufs unter www.elsterlauf.de. Die Gemeinde Malschwitz will den Spreeradweg künftig statt über die Schlossinsel über das Spreewehr bei Niedergurig führen. Wie Bürgermeister Matthias Seidel bestätigt, soll dafür im Zeitraum 2024-25 eine Brücke für Radfahrer und Fußgänger gebaut werden. Einen entsprechenden Beschluss hat der Gemeinderat bereits gefasst. Der bisherige Streckenverlauf über die Schlossinsel ist unbefestigt und bei Nässe schwer zu befahren. Zwischenzeitlich war er sogar gesperrt worden, sodass die Radfahrer über die Bundesstraße 156 ausweichen mussten. Erst Anfang des Jahres war ein unnutzbar gemachtes Teilstück des Radweges bei Doberschütz wiederhergestellt worden. Für den Wiederaufbau der Brücke an der Rieseneiche stehen Mittel im Haushalt bereit. Allerdings läuft dort noch das Genehmigungsverfahren.
Im Rahmen des Gesundheitsforums hielt am vergangenen Donnerstagabend Dr. Med. Andreas Lammert einen Vortrag. Dabei sprach der Chefarzt der Urologie und medikamentöse Tumortherapie am St. Carolus Krankenhaus in Görlitz über Möglichkeiten von Krebsvorsorge. Zwar gäbe es nichts, wie man sich vollkommen gegen Krebs schützen könne, doch einige Risikofaktoren können reduziert werden, so Lammert. Überschreiben kann man diese mit gesunder Lebensweise. Möglichst nicht rauchen, wenig Alkohol und eine gesunde Ernährung, heißt es weiter. Darüber hinaus wurden über Vorsorgemaßnahmen von Krankenkassen informiert. Nach dem Vortrag wurde die Möglichkeit der Diskussion genutzt. Doch der Ansturm nach Ende der Veranstaltung zeigte, dass nicht jedes intime Problem vor dem Auditorium ausgesprochen wird. Dies zeigte die lange Schlange von Gästen, die bei Dr. Lammert anstanden, um persönlich mit ihm zu reden. Kommen wir nun zu den Kurznachrichten aus der Lausitz. Das Thema Strukturwandel ist ja gerade in aller Munde. Immer mehr Unternehmen überlegen sich, wie sie dem Struktur- und gleichermaßen auch dem Klimawandel gerecht werden können. Drei große Energieversorger aus dem Nordosten der Lausitz haben sich jetzt zusammengetan, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Die Städte Spremberg, Weißwasser und Hoyerswerda wollen bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden. Dies sei das gemeinsame Ziel der städtischen Werke Spremberg, der Stadtwerke Weißwasser und der Versorgungsbetriebe Hoyerswerda. Bis zum Jahr 2045 sollen insgesamt 85.000 Menschen auf klimaneutrale Energieerzeugungsanlagen und Speichermöglichkeiten setzen können. Dafür werden die drei Energieversorger durch einen Beirat aus den drei beteiligten Kommunen unterstützt, welcher über verschiedene Strategien und Überlegungen abstimmt. Der Projekttitel Klimaneutralität im Jahr 2045 orientiert sich an den Plänen des Bundes und soll ein sichtbares Zeichen in Richtung Klimaschutz sein. Die Stadt Görlitz hat jetzt einen kommunalen Präventionsrat. Dem vorausgegangen war eine lange Planungszeit. Im Jahr 2020 schlossen die Stadt Görlitz, der Landespräventionsrat Sachsen und die Polizeidirektion Görlitz eine Kooperationsvereinbarung. Dies geschah im Rahmen der Landesstrategie Allianz sichere sächsische Kommunen. Seither wurde in Görlitz hierzu eine Sicherheitsanalyse erstellt, Fördermittel für eine Koordinierungsstelle beantragt, bewilligt und seit Anfang Dezember 2022 mit Frau Maria Schubert besetzt. Gemeinsam wollen wir dadurch das soziale Klima in unserer Stadt positiv beeinflussen und einen ganzheitlichen sowie lösungsorientierten Ansatz verfolgen, sagte Oberbürgermeister der Stadt Görlitz Octavian Urso bei der Gründungsfeier. Der kommunale Präventionsrat fungiert als Netzwerkstelle zwischen der Stadtverwaltung, der Polizei und zivilgesellschaftlichen Organisationen und soll einen schnellen Austausch gewährleisten. Die Gemeinde Malschwitz will den bislang noch brach liegenden Streifen entlang der früheren Bahnstrecke Löbau-Radibor als Gewerbegebiet entwickeln. Laut Bürgermeister Matthias Seidel hat es immer wieder Anfragen für gewerbliche Ansiedlungen gegeben, die aber mangels Flächen nicht bedient werden konnten. Mit dem ehemaligen Bahngelände besitze die Gemeinde Malschwitz ein durch die frühere Nutzung bereits vorbelastetes Areal, das sich gut für diesen Zweck eigne und sich in ihrem Eigentum befindet. Neben der Ansiedlung von Gewerbe soll auf Teilflächen auch die Wohnnutzung ermöglicht werden. Derzeit präsentiert sich das Plangebiet größtenteils als wild bewachsene Brachfläche. Nördlich und südlich befinden sich bereits Gewerbebetriebe. In der Bischofswerda Stadtverwaltung liegt derzeit der überarbeitete Bebauungsplan für den künftigen Edeka-Markt an der Stolpiner Straße aus. Er soll anstelle des bisherigen Diska- und Renault-Marktes entstehen. Ein erster Entwurf war aufgrund von Bedenken der Landestalsperrenverwaltung durchgefallen. Diese sah den Hochwasserschutz nicht ausreichend berücksichtigt. In dem jetzt vorliegenden Entwurf wurde auf diese Einwände eingegangen. So ist jetzt der Bau einer neuen Fußgängerbrücke über die Wesenitz in einiger Entfernung zum bisherigen Standort vorgesehen. Beim Bau soll auf eine an Hochwasser angepasste Konstruktion Wert gelegt werden. Der neue Edeka soll eine Verkaufsfläche von 2000 Quadratmetern haben. Beim Diska sind es 650. Die Herzapotheke im Lausitzcenter Hoyerswerda hat jetzt neue Besitzerinnen. Seit Beginn des Jahres haben Lydia Sopper und Christine Krampf die Stellung als Inhaberinnen der Apotheke übernommen. Beide arbeiten schon seit über 10 Jahren vor Ort und bringen eine starke persönliche Verbundenheit mit, so sagte Sopper.
Trotz herrschender Lieferengpässe soll die Herzapotheke im Lausitz-Center eine zentral gelegene Anlaufstelle bei Gesundheitsfragen bleiben und den Kunden in gewohnter Art und Weise zur Seite stehen. Die Einwohnerzahl der Stadt Bautzen ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies teilte die Stadtverwaltung nun mit. Zum Stichtag am 31. Dezember vergangenen Jahres lebten 38.682 Bürgerinnen und Bürger in Bautzen. Im Vergleich zum Vorjahr sind das rund 300 Personen mehr. Gleichzeitig ist die Zahl der Geborenen im Vergleich zu 2021 auf insgesamt 270 gesunken. Stark gestiegen ist jedoch die Zahl der Zuzüge. Durch den Ukraine-Krieg ist auch ein deutlich gestiegener Ausländeranteil zurückzuführen. Zum Stichtag lebten 711 Ukrainer mehr in der Stadt als vor dem Krieg. Am 22. Februar findet im Kulturhaus Lauchhammer Mitte wieder der traditionelle Spieltag statt. Von 14 bis 17 Uhr sind alle Spielbegeisterten eingeladen, sich in einer Vielzahl unterschiedlichster Spiele auszuprobieren. Vom Wissensquiz und Würfelspielen bis hin zu Gesellschaftsspielen ist für jeden das Passende dabei. Die sogenannten Stadtchecker werden ebenfalls vor Ort sein und im Rahmen der Kinder- und Jugendbeteiligung der Stadt das Angebot im wahrsten Sinne des Wortes durchchecken. Der Eintritt zum Spieletag ist frei. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Schauen wir jetzt nach Neschwitz. In der hiesigen Kirche hat sich in den letzten Jahren so einiges getan. Denn die Kirche sieht mittlerweile ganz anders aus als noch auf alten Bildern abgebildet. In unserer Rubrik Kirchen, Schlösser, Herrenhäuser haben wir zusammen mit Pfarrerin Susanne Echtner einen genaueren Blick auf das alte Gemäuer geworfen und spannende sowie interessante Fakten in Erfahrung gebracht. Viel Spaß! Auf dem ersten Blick ist die Neschwitzer Kirche ein Gotteshaus wie viele andere auch. Wer sich ihr annähert, ahnt kaum, dass sie noch vor 15 Jahren ein völlig anderes Erscheinungsbild hatte als heute. 2009 war es, als hier ein großes Aufbauwerk seinen Abschluss fand. Susanne Echtner erlebte es als damals noch recht neue Pfarrerin mit. Ja, man könnte jetzt sagen, 2009 ist hier ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Das war tatsächlich für viele Menschen, die diese Zerstörung miterlebt haben, immer ein Traum, dass diese Kirche wieder aufgebaut werden soll, auch dieser Kirchturm wieder aufgebaut werden soll. Wenn Sie Bilder aus den DDR-Zeiten sehen, dann sieht man, da war eine Notabdeckung auf dem Turm. Das war auch gut so erstmal und war lange Zeit nicht klar, ob das jemals wieder werden würde. Die Neschwitzer Kirche war noch kurz vor dem Kriegsende 1945 beschossen worden und brannte in der Folge nieder. Beim Wiederaufbau entschied man sich aus Geldmangel, den Turm als Stumpf zu belassen und nur notdürftig abzudecken. Ein Zustand, der schon fast zur Normalität geworden war, bis am 20. Oktober 2009 die neue Turmhaube aufgesetzt wurde. Doch sie ist bei weitem nicht das einzig Bemerkenswerte an der Neschwitzer Kirche. Also die Grundmauern sind stehen geblieben, ansonsten im Kircheninnenraum fast nichts. Trotzdem sind ein paar alte Dinge erhalten geblieben, die auch sehr wertvoll sind, uns vor allen Dingen wertvoll sind, aber tatsächlich auch einen gewissen Wert haben. Das ist zum einen dieser Altar von Michael Schwenke, der also 1610 wahrscheinlich entstanden ist. Und damals ganz hinten, also die Kirche ging ja noch ein ganzes Stück weiter, also so, sagen wir 8 Meter oder so sind dort noch in dem Bereich und die war also an der Außenmauer, war dieser Altar und ist praktisch bei den Kriegszerstörungen einigermaßen erhalten geblieben. Mit Stroh versuchten die Gemeindemitglieder den Altar zu schützen. Die darin enthaltene Feuchtigkeit verschlimmerte seinen Zustand allerdings noch. Letztlich gelang es dennoch, ihn zu erhalten. Der Altar erhielt einen neuen Platz im Chorraum, von dem ein Teil abgetrennt und als Winterkirche nutzbar gemacht wurde. Noch weitere wertvolle Stücke überstanden den Brand. Diese Tür zur Sakristei, diese alte Tür, ist auch aus dieser Zeit erhalten geblieben. Und die Kreuzigungsgruppe hier oben, da ist nicht ganz klar, wie die den Brand hier überstanden hat. Auf jeden Fall war sie nicht dort, wo sie jetzt ist. Entweder war sie ganz und gar schon in Sicherheit gebracht oder war dort außen in diesem Kirchenanbau über dem Eingangsportal.
Bemerkenswert sind in dem bewusst einfach gestalteten Innenraum auch die als Töpferarbeit gestalteten Leuchter. Ein Epitaph in der Winterkirche zeigt eine biblische Szene, in die Mitglieder der damaligen Gutsherrschaft integriert sind. Die Orgel wurde in der Bautzner Werkstatt Eule gefertigt und stellt eines ihrer frühesten Instrumente dar. An ihr vorbei gelangt man aufs Dach und auf den Turm der Kirche. Dass viele Menschen, die das einfach sich selber zutrauen, die können dort hochgehen und haben die Chance, über Neschwitz hinwegzublicken. Und das wird auch immer wieder genutzt, besonders natürlich im Sommer. Und ist wirklich eine Freude. Und ich gehe auch mit Begeisterung selber mit hoch. Oder viele andere, die sich auskennen, begleiten dann die interessierten Touristinnen oder Einheimische oder Kinder. Also ja, eine schöne Sache. 2021 konnte das Dach der Neschwitzer Kirche saniert werden, was aufgrund zahlreicher Schäden auch dringend nötig war. Dabei entstanden Nistmöglichkeiten für Fledermäuse. In diesem Zuge wurde auch die Fassade teilweise ausgebessert und es entstand ein barrierearmer Zugang. Damit ist der Sanierungsbedarf fürs Erste aber nicht immer gedeckt. Multibanking ist einfach. Egal von welcher Bank. Bei uns verwalten Sie alle Konten und Depots im Online-Banking und in der Sparkassen-App. Wohnen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Umzug geplant? Wir haben das passende Zuhause. Wohnungen in guter Lage, mit bezahlbaren Mieten und das Beste, bis zu 800 Euro Neumieterbonus kassieren. Alle Infos und unsere attraktiven Wohnungsangebote finden Sie auf wh-hy.de. Willkommen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Jetzt kommen wir zu den aktuellen Polizei- und Feuerwehrmeldungen. Die Kameraden mussten am frühen Montagmorgen zu einem Fahrzeugbrand ausrücken. Verletzt wurde zum Glück niemand. In den frühen Montagmorgenstunden ist ein Audi an der Straße zur Friedenseiche in Seidewinkel in Brand geraten, nachdem das Fahrzeug etwa 400 Meter entfernt gestohlen worden war. Eine Zeugin meldete um 1.45 Uhr den Brand des Q5. Kameraden der Feuerwehr löschten das Fahrzeug, dennoch brannte der weiße Wagen aus dem Jahr 2013 vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 23.000 Euro. Von Samstag zu Sonntag haben Unbekannte drei Keller eines Mehrfamilienhauses an der Friesenstraße in Görlitz aufgebrochen. Die Diebe stahlen Getränke, einen Akkuschrauber, ein E-Bike und zwei Fahrräder. Der Stehlschaden belief sich auf etwa 5.000 Euro. Am Sonntagabend kontrollierten Polizisten einen 27-jährigen Radfahrer. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrrad um das entwendete E-Bike aus dem Keller handelte. Weiterhin führte der Mann mehrere technische Gegenstände mit, wobei er die Herkunft dieser nicht schlüssig darlegen konnte. Die Ordnungshüter stellten alle Geräte und das Fahrrad sicher. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen einer Hehlerei verantworten. Zu einem Tankbetrug ist es am Sonntag auf der Rastanlage Oberlausitz Süd gekommen. Der Fahrer eines VW Passat mit baltischem Kennzeichen tankte am Vormittag sein Fahrzeug auf und brauste davon, ohne den fälligen Betrag von rund 50 Euro zu begleichen. Das amtliche Kennzeichen ist bekannt und eine Videokamera hat die Tat gefilmt. Der Ermittlungsdienst der Autobahnpolizei ermittelt nun. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Zigarettenautomaten an der Muskauer Straße in Niedergurig gesprengt. Durch den unbekannten Sprengkörper wurde der Automat total zerstört. Die Diebe entwendeten eine unbekannte Menge an Bargeld und Zigaretten. Der Sachschaden belief sich auf etwa 5.000 Euro. Unbekannte haben in den vergangenen Tagen eine Jagdkanzel an der Dorfstraße in Weisig beschädigt. Ersten Erkenntnissen nach brachten die Täter ein nicht bekanntes Sprengmittel zum Einsatz. Durch die Detonation wurde der Hochstand stark beschädigt. Der Sachschaden belief sich auf etwa 1.500 Euro.
Ein aufmerksamer Kraftfahrer hat der Polizei in der vergangenen Nacht mitgeteilt, dass ein Sattelzug auf der A4 in Richtung Polen in Schlangenlinien unterwegs sei. Eine Streife stellte den Laster an der Abfahrt Salzenforst. Beim Öffnen der Fahrertür kam den Beamten bereits eine Alkoholfahne entgegen. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 1,86 Promille. Damit war die Fahrt für den Fahrer zu Ende und es ging zur Blutentnahme. Jetzt haben wir noch den Blick aufs Wetter für Sie und wir schauen in die Veranstaltungstipps. Doch zunächst folgt, wie gewohnt, der Blick in die Geschichte. Im Lausitz-Welle-Kalenderblatt blättern wir heute 307 Jahre zurück in die Vergangenheit. Im Jahr 1716 kam es damals zu einem tragischen Unfall. Das Lausitz-Welle-Kalenderblatt. Am 14. Februar 1716 kam es zu einem schweren Unfall bei Hoyerswerda. Ein Bauer aus Bergen war betrunken auf dem Weg nach Hause, als er von Bauer Müller aus Großpartwitz mit dem Schlitten überrollt wurde. Laut fränzischer Chronik konnte sich der Mann nicht mehr rühren und verstarb am nächsten Tag an den Folgen. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. In den Winterferien lädt das Schlesische Museum zu Görlitz Kinder zu ihrer neuen Ausstellung Porzellanland Schlesien ein. Das Motto hier ist Anfassen erwünscht, denn die Kinder können sich daran aktiv beteiligen. Es wird hier nun jeden Mittwoch und Freitag von 10 bis 14 Uhr geforscht und Fragen rund um das Thema Porzellan beantwortet. Auch der Görlitzer Tierpark bietet Veranstaltungen für Ferienkinder an. Passend zum Valentinstag findet ab heute jeden Dienstag und Freitag in den Ferien die sogenannte Liebesgeflüstertour statt, wo Kinder viel Informatives und Interessantes über das Brutverhalten verschiedener Tiere lernen können. Im Café Auszeit in Hoyerswerda findet am Freitag das Danke für das Schlagzeugkonzert statt. Im letzten Jahr wurden für die Kulturfabrik Hoyerswerda Spenden für ein neues Schlagzeug gesammelt, das nach vielen Problemen nun endlich angekommen ist. Zu dessen Einweihung werden darum alle herzlich eingeladen, um die darauf gespielte Live-Musik mitzuerleben. Leider musste man in der Lausitz den heutigen Valentinstag mit durchgängig düsterem Wetter verbringen. Doch wer die Zeit mit seinen Liebsten verbracht hat, der wurde wohl von innen gewärmt. Die Wolken bedeckten den Himmel am Morgen und blieben dort auch den restlichen Tag, sodass wir bis in die Abendstunden eine sehr dunkle Nacht erleben werden. Die Temperaturen blieben dafür positiv, werden aber heute Nacht noch einmal bis auf 0 Grad fallen. Im Gegensatz zum Vortag können wir am Mittwoch endlich angenehmes Wetter erwarten. Ohne nennenswerte Unterbrechungen scheint morgen die Sonne und nachdem es am Morgen noch einmal minus 3 Grad kalt wird, steigen auch die Temperaturen im Tiefland bis auf 11 Grad Celsius an. Etwas kühler sieht es dabei im Hochland aus, wo die Temperaturen gerade einmal 7 Grad erreichen und auch die Wolken sind hier vor allem am Morgen etwas mehr präsent. In der ganzen Region können wir dafür in der Nacht einen strahlenden Mond beobachten. Am Donnerstag gestaltet sich das Wetter in jeder Hinsicht vielseitig. Morgens sind die Temperaturen bei fast 0 Grad angelangt und wir haben einen heiteren Himmel mit abwechselnd Sonne und Wolken. Gegen Mittag ändert sich das dahingegen plötzlich, denn es wird sehr schnell bis zu 12 Grad warm und mit mehr Bewölkung kommt es plötzlich zu starkem Regen. Das miese Wetter wird dann auch bis Freitag anhalten, wo wir morgens bis abends unterschiedlich starken Regen erwarten können, der in Verbindung mit dem relativ starken Wind eher ungemütlich wird. Lediglich die Temperaturen werden angenehm nur noch zwischen 7 und 11 Grad schwanken. Das war die Drehscheibe Lausitz. Auf unserer Homepage lausitzwelle.de finden Sie alle Nachrichten auch noch einmal zum Nachlesen. Ganz zum Schluss schauen wir nun wie immer dienstags ins Lausitzwelle Kulturfenster. Heute geht es mal wieder musikalisch rund. Das Sunshine Orchester der Musikschule Fröhlich spielt für uns ein Rosenstolz-Medley. Viel Spaß! Ich verabschiede mich jetzt aber schon mal. Morgen senden wir dann die nächste Drehscheibe Lausitz wie gewohnt um 18 Uhr bei Ihrer Lausitzwelle oder um 18.30 Uhr auf Sachsen 1 per Satellit. Auf Wiedersehen. Das Lausitzwelle Kulturfenster.
Das bin ich, das allein ist meine Schuld. Ich bin jetzt, ich bin hier, ich bin ich. Das allein ist meine Schuld. Ich bin jetzt, ich bin hier, ich bin ich. Das allein ist meine Schuld. Ich muss mich jetzt nicht finden. Das allein ist meine Schuld. Ich bin jetzt, ich bin hier, ich bin ich. Das allein ist meine Schuld. Wir sind jetzt, wir sind hier, wir sind wir. Das allein ist unsere Schuld. Wir sind jetzt, wir sind hier, wir sind wir. Das allein ist unsere Schuld. Mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.